der Schauspieler zugerufen hat: Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie. Sie singt mit euch wird sie sich heben. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt Frau Elisabeth Koch als Rednerpult bitten. Frau Koch muss ich nicht lange vorstellen. Sie ist unsere erste Bundesrätin und als solche Vorstellerin vom eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. Frau Koch, Sie haben das Wort. Und Schaffhauser. Als ich heute Abend hier eingetroffen bin und nett empfangen worden bin in der Hotelhalle, habe ich der Herr Regierungsrat Amsler gesagt, schön, dass Sie heute Abend da sind, dass Sie es haben möglich machen können, zu uns zu kommen. Ich habe ihm ehrlicherweise gesagt, dass Sie auf zwei Sachen zurückzuführen. Erstens mal auf die Hartnäckigkeit von Herrn Rotter-Hartog. Er hat sich dann hingelegt und hat auch das Datum bekannt gegeben. Und obwohl ich weiss, dass so Anlässe immer sehr nett sind, bin ich an diesem Tag besetzt und eigentlich bin ganz froh gewesen, können abschreiben. Aber nach dem Motto «Nichts nachladen gewinnt», hat er nachher gedacht und gesagt, ja, Sie können einfach sagen, wenn Sie einen freien Abend haben, und dann richten wir uns einfach rein. Dann muss ich halt gerade sagen, auch wenn man weiss, dass ein Bundesrat viel zu tun hat, ihm gerade sagen, also im ersten halben Jahr habe ich keinen Abend mehr frei, das hätte ich auch der Herr Dr. Rappold oder vor allem er nicht geglaubt. Der zweite Grund, warum ich gekommen bin und vor allem auch sehr gern gekommen bin, das ist, dass ich seit ich im Bundesrat bin, noch nie offiziell im Kanton Schaffhausen bin. Das kann ich auch damit nachholen. Das macht mir ganz besonders Freude. Und es macht mir auch Freude, den Kontakt mit Ihnen zu pflegen, denn in diesem Amt ist klar, dass man hier und da bleibt, vereinsamt gross. Und darum schätzt man so alles ganz besonders. Jetzt kommen wir noch einen weiteren Grund, warum ich mich so gefreut habe, zu kommen. Ich habe mich erst heute Abend bei diesem packenden Referat von Herrn Professor Frauenfelder realisiert, wie viel das Physik und Politik miteinander zu tun haben. Und jetzt wird Herr Professor Frauenfelder recht realisieren, warum ich die schöne Menükarte so eifrig vollgeschrieben habe während seinem Referat. Er hat von verschiedenen Konstanten geredet, von der Physik. Darunter von der Gravitationskraft und von der Zentrifugalkraft. Und ich glaube, es ist nicht Folge von der Zentrifugalkraft, dass der Kanton Schaffhausen so am Rand ist von der Schweiz, sondern das haben sicher andere Umstände mit eine Rolle gespielt, aber eine Tatsache ist es. Und ich glaube, dass gerade ein Kanton, der so weit von der Zentrale weg ist, für den Bundesrat ganz speziell wichtig ist, den Kontakt zu pflegen. Und ich meine, dass gerade in dieser Grenzsituation, ich meine jetzt rein geografisch bedingt, für jeden Kanton auch eine grosse Chance besteht. Physik ist so kompliziert geworden, dass man immer wieder probieren muss, Teil zum Ganzen zu bringen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist auch in der Politik ein bisschen so. Und das gehört mit zu den Aufgaben von einem Bundesrat, das immer wieder zu probieren. Das heisst nicht, dass wir einen Einheitsstaat wollen. Ich bin, weiss Gott, ein überzeugter Föderalist oder eine Feministin, die würde da wären, würde sagen, sie würde sagen, eine überzeugte Föderalistin. Das bin ich auch. Aber ich meinte, dass wir unseren Staat nicht weiterkommen und dass wir viele Aufgaben nicht können lösen, wenn wir bei allen Eigenständigkeiten der Kantone nicht immer wieder versuchen, zu dem Einen, zu dem Ganzen zu kommen. Sie wissen alle die vielen Probleme, die kann ich nicht im Einzelnen aufzählen. Er hat aber auch gesagt, wir müssen neuerdings eine Physik der Komplexität haben. Es werde immer schwieriger, die schwierigen technischen Fragen so darzustellen, dass der Einzelne mitkommt. Hier und da habe ich fast den Eindruck, es sei in der Politik ein bisschen ähnlich und es bestehen ähnliche Kommunikationsschwierigkeiten.
wie man die noch besser lösen könnte, das wäre sicher etwas, was im Rahmen von einer 125-jährigen Jubiläum von einer Zeitung könnte diskutieren. Nun muss ich aber sehr aufpassen, dass ich aus meinem Strauß, den ich gar nicht so schön büschelt habe, aber noch auch hier habe, nicht abgeleitet und das Wichtigste vergessen. Und das wäre der Schaffhauser Zeitung die Wünsche und Glückwünsche vom Bundesrat zu dem 125-jährigen Jubiläum zu überbringen. Die Rolle, die die Regionalzeitungen spielen, sind bereits gewürdigt worden. Mir kommt es immer so viel vor, sie wären gleichzeitig ein Spiegel und ein Schaufenster. Ein Schaufenster, um in die weite Welt rauszuschauen. Auf der anderen Seite ein Spiegel von dem, was in der Welt und in der übrigen Schweiz passiert. Die Regionalzeitungen haben eine Rolle, die eine grosse Zeitung, eine nationale Zeitung, nie kann erfüllen. Und das ist ihnen nachzubringen, was da in ihrem schönen Kanton Schaffhausen, das ist auch schön, wenn es regnet, was ihnen nachsteht, ihnen ihren Kanton nachzubringen, sie da daheim zu führen. Und ich glaube, Heimatgefühl in einem ganz guten Sinn verstanden, ist immer noch etwas vom Allerschönsten, was wir haben können. Für uns im Bundesrat ist aber auch wichtig, wie das, was wir entscheiden, unsere Überlegungen in den Regionalzeitungen aufgenommen werden. Und wir folgen auch immer sehr interessant die Pressespiegel und selbstverständlich auch, was die Schaffhauser Zeitung jeweils schreibt, ob sie zufrieden ist oder nicht. Und wenn sie so einen mittleren Grad von Unzufriedenheit in der Presse feststellen, dann ist das für den Bundesrat noch immer ein Glücksgefühl. Ich habe mir natürlich auch überlegt, was bringt man denn mit so einem Jubiläum an guten Wünschen? Gute Wünsche gehören ja zu so einem Jubiläum. Ich glaube, es wären vor allem zwei Sachen. Das eine ist, dass die Regionalzeitungen, die wirklich unterstützen sollten, auch weitere Vergünstigungen haben, auch wenn der Verfassungsartikel über die Presseförderung abgelehnt worden ist, dass die Taxverbilligungen für die Zeitung auch weiter geleistet werden können. Und das Zweite ist, dass die Zeitung immer so interessant bleiben möge und so intelligent bleiben möge, wie sie das bis jetzt immer war, dass selbst wenn der Bundesrat würde beschliessen, dass die Briefkästen nach wie vor sollen an der Straße vorstehen und an den Häusern jedermann auch bei wüstem Wetter nicht kann darauf warten, bis er mit Pinken und den Morgenrock die Zeitung kann holen. Und wenn ich jetzt würde sagen, ich tue etwas Verderbliches Ihnen übergeben, so würde ich die Textilindustrie, die Schweizerisch, in Schwierigkeiten bringen. Denn das, was ich Ihnen da übergebe, ist etwas Unverderbliches. Aber vielleicht können wir uns doch finden, damit Sie das Geschenk dürfen annehmen. Es ist für verderbliche Zwecke. Es ist nämlich eine schöne Stickerei-Tischtuch, auf dem Sie dann die verderblichen Dinge des Lebens können besser geniessen. Also im Namen von unserem Verwaltungsratspräsident und der Textilindustrie, wo das herkommt, selbstverständlich aber ganz herzlich im Namen von der Schaffhauser Nachrichten, möchte ich Ihnen mit dem Geschenk nochmal ganz herzlich danken, dass Sie zu uns gekommen sind.
habe einen Auftrag. Ich hätte mir natürlich nie gewagt, das auszunehmen, dass ich jetzt mit Blumen Ihnen, Frau Wunderfeldin, noch etwas anderes sagen würde. Aber ich habe den Auftrag vom Frauenverein von Gießenhoven. Der hat nämlich gemeint, wo der Schiff gelandet ist, dass sie die Ehre hätten, in Gießenhoven sie persönlich zu begrüßen. Und sie haben nicht gewusst, dass Frau Bundesrätin hoch oben über ihre Köpfe fliegt. Und dann haben sie im nächsten Moment das dann gemerkt und haben den Strauß aufs Schiff gerührt. Mit dem Auftrag, dass ich Ihnen den jetzt dort vom Frauenverein von Gießenhoven. Ich kann mir nicht aus.
Ich habe